Auf dem Tanzparkett lässt er die Frauenherzen höher schlagen. Doch was kaum jemand weiß, Rurik Gislason hat eigentlich eine Freundin und die hat dem Sportler nun rührende Zeilen gewidmet. Kaum ein Let's Dance-Star hat den ZuschauerInnen vor den Bildschirmen so sehr den Kopf verdreht wie Rurik Gislason. Seit der ersten Folge sind die Fans außer sich, wenn der Profikicker über das Tanzparkett schwebt. Erst in der letzten Folge sahnte der Sportler gleich zweimal die volle Punktzahl ab. Nun steht der 33-Jährige neben Prinz Charming Nicolas Buschmann und Schauspielerin Valentina Pade im Finale der RTL-Tanzshow. Viele Fans werden dem Fußballer dann wieder die Daumen drücken, wie Natalia Sojani, die Freundin des Isländers. Rurik liebt Natalia, ja. Rurik Gislason ist in festen Händen und das bereits seit mehr als 2 Jahren. Thematisiert wurde das brasilianische Model in der Sendung aber nicht. Selbst während der Love Week Ende April verlor er kein Wort über seine Freundin. Trotzdem sitzt Natalia Sojani vor dem Fernseher zu Hause und drückt ihrem Liebsten die Daumen. Vor allem über den Einzug ins Finale freut sich die Brasilianerin sehr. So kommentierte sie eine Reihe von Fotos, die ihr Freund auf Instagram geteilt hatte, mit den Worten: "Gratulation, mein Liebling." Du verdienst das Finale so sehr. Dahinter setzte sie mehrere Emojis, unter anderem auch 2 rote Herzchen. Rurik Gislason und Natalia Sojani führen aktuell eine Fernbeziehung. Der Sportler wohnt aufgrund der Tanzshow in Köln, seine Freundin lebt in Brasilien. Gefunkt hatte es 2018 in London. Anfang 2019 machten sie ihre Liebe publik. Kurz darauf verlor er jede Menge Fans auf Instagram. Fast 500.000 Anhänger in T folgten dem Fußballprofil, hauptsächlich Frauen.